Ja, moin oder guten Abend, liebe Zuschauergesellschaft. Und herzlich willkommen zu einem weiteren Tears of the Kingdom Stream. Ja, wie immer geht die Warnung: Wer spoilert, der kriegt einen dicken, fetten Bann in sein Gesicht gedrückt. Oder wo er sonst hinhaben will. Oder besser gesagt, nicht hinhaben will. Und Tipps bestrafe ich mehr oder weniger, je nachdem, was ich lese. Ja. Wir haben beim letzten Mal wieder ein bisschen einiges hier zusammengesammelt, haben beim letzten Mal die letzte Fee freigeschaltet, also befreit, haben das Gesangsquartett damit komplettiert und heute würde ich mir im Angriff nehmen, mal tatsächlich hier das ein oder andere Gebiet mal so ein bisschen zu durchforsten nach Schreinen, die wir noch nicht gesehen haben. Natürlich will ich auch die ein oder andere Quest machen. Da will ich gar nicht so extrem mit allem hinterherhängen. Haben ja hier einiges. Aber ich muss ja auch mal die ganzen Schreine irgendwann mal nachholen. Außerdem, eine Quest, mit der ich heute auch einmal zumindest weitermachen wollen würde, ist mal bei der Geoglyphen-Quest. Aber vorher, ich bin hier schon ein bisschen wieder offscreen rumgerannt. Und ja, ich habe den Typen mal wieder gefunden, ne? Der mal wieder Hilfe mit seinem Schild haben will. Das Ding steht bestimmt. Das wird nicht umfallen, keine Sorge. Lass einfach los. Ich weiß, wie man die Dinger festklemmt. Ich bin mittlerweile Meister darin. So. Weißt du, dein Job wäre doch wesentlich einfacher, wenn du einfach einen zweiten Kameraden dabei hättest, der das für dich festhält, während du das einfach fixierst. Du machst ja so viel schwerer, als es ist. Ach, wieder ein Übernachtungsgutschein, wie nett. Die kriege ich mittlerweile auch hinterhergeworfen, ne? So, hatte ich mir sonst noch irgendwas markiert? Ich habe natürlich den ein oder anderen Boss markiert, wie ich es immer mache. Da hatte ich mir auch eine Markierung gesetzt. Ich weiß jetzt gerade nicht mehr ganz genau warum, aber es hatte einen Sinn und Zweck. Ich würde gerne eine weitere Geoglyphe finden. Ich meine, hier in dem Gebiet war eine. Ja, da ist definitiv eine Geoglyphe. Das sieht man ja. Ich lege mich noch nicht mit dem riesigen Drachen da hinten an. Da haben wir ja schon einmal die Bekanntschaft gemacht. Wollt ihr Stress? Den einen oder anderen Krog heute zu finden, wäre auch übrigens schön. Schnell, bevor es einfrieren kann. Wir müssen ja eigentlich immer nur die Träne in dem ganzen Gewusel hier finden, ne? Da hinten sieht es ein bisschen anders aus. Diese Geoglyphen sind aber auch gewaltig. Auf jeden Fall ist hier ein Stein. Yeah.
Und es war ein Krog. Keine Einwände gegen Krogs. Krogs sind immer willkommen. Gibt es hier irgendeine Möglichkeit, dass ich eventuell nach oben steigen kann? Es gibt eine Möglichkeit. Ich müsste halt von oben immer nach der Träne gucken. Ich denke, ich könnte ja erstmal hier versuchen, von dem Berg aus was zu sehen. So, da oben wartet auf jeden Fall ein Krog. Das sieht man ja. Das ist aber auch so ein typischer Ort für Krog. So ganz am Ende der Welt. So, ich brauche den Blick von oben. Irgendwas, das an eine Pfütze erinnert. Da vorne sind auf jeden Fall Augen. Das sieht so aus wie eine gigantische Krabbe. Ich sehe da doch was. Da so, wo die Stirn ungefähr ist. Da habe ich was gesehen. Könnte natürlich auch eine optische Täuschung sein. Das Ding landet schon von allein. Ich habe den Krog von oben nochmal gesehen. Ich glaube, ich teleportiere mich, wenn ich da jetzt bei den Büschen war. Einmal kurz zu der Höhle nochmal. Ah, den Frostflügel habe ich aber noch nicht. Oh, noch nie eingesammelt. Könnt ihr das fassen? Ich habe noch nie einen Frostschmetterling eingesammelt. Ach, war richtig hier hinzukommen. Komm her. Ja, da ist unser Ensemble, das wieder ihre wunderschöne Musik spielt. Ach stimmt, die kleinen Vögelchen, die habe ich noch gar nicht fotografiert. Vorsichtig, vorsichtig. Damit hier irgendwo Impa, die mir Informationen geben könnte. In dem Brunnen war ich, meine ich, ne? Kann ja sicher selber mal gucken. Ich meine, dass ich hier schon drin war. Ich habe eine Zeitbombe. Um das da einmal kurz aufzusprengen. Nee, hier in dem Brunnen war ich noch nicht. Ich kann nicht bei dem Windsprung Schaden kriegen. Ah, nettes Taschengeld. Eine Ewigkeit später. Ach, guck mal, da ist das goldene Pferd.
Für die eine Nebenquest. Ich brauche den riesen Drachen gar nicht dafür schlachten. Die Träne da sieht anders aus als die anderen. So ein ganz kleines bisschen. Zumindest von oben sah es gerade kurz so aus. Da ist die Träne. Oh. Was für eine Geburt. Einen Moment. Weil es gibt bestimmt eine Sequenz. Endlich. Endlich halte ich ihn in meiner Hand. Seine Kraft in meinem Innern. Sonja! Du kommst zu spät, Raoul. Eure Macht gehört nun mir. Ihr hattet kein Recht, sie mir zu verwehren. Vom heutigen Tag an ist dieses Geschenk der Götter mein Eigen. Und dein armes Weib, sie wurde zum Opfer deines Stolzes. Dein Glaube, mich unterwerfen zu können, war der erste Schritt in deinen Untergang, Raoul! Galant auf! Gemahlin braucht euch. Ha, 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 ha.
Irgendwie fühlt sich so an, als ob ich was dort übersprungen hätte. Und es fühlt sich nicht nur so an, es ist auch so. Also hier haben wir ja die Startsequenz. Also ich habe, glaube ich, gerade so 6 Sequenzen übersprungen von der Reihenfolge her. Ja, das war Drachenträne Nummer 8. Ich würde gerne, wenn ich alle Tränen eingesammelt habe, das nochmal in richtiger Reihenfolge mir anschauen. Auf jeden Fall haben wir hier das Teil dann jetzt auch entdeckt. Das des Bösen. Während das dann mal geregelt. Da vorne hatten wir das goldene Pferd gesehen. Das können wir jetzt direkt mal nach Hause bringen. Natürlich ohne den riesigen Drecksack da hinten bekämpfen zu müssen. Ganz langsam und sachte. Ganz ruhig. Ist ein spezielles Foto. Von dir habe ich schon ein schöneres Foto, okay. Ich tu dir nichts, mein Guter. Bleib brav hier. Guck mal, ich habe saftige Äpfel in meinem Inventar für dich. Das merke ich mir, du Scheißvieh. Ich will dir doch nicht mal was Böses. Hab dich. Drecksvieh. So, ab nach Hause. Guck mal, ich hab was für dich. Der Viehhaber hat aber ein Temperament. Wenn es mich leiden kann. Königszaumzeug. Ja, es muss ja auch unbedingt herausstechen, ne? Die kann ich immer gebrauchen.
zwei Gerüchte haben wir erledigt. Ich glaube, beim dritten bekam ich einen Teil der Rüstung. Sayonara! So, ich muss es erstmal registrieren. Ich brauche nur eine Epona. Ja, mach ruhig. Danke. Ich krieg einen Treuepreis. Ich sehe in diesem Pferd einen Rebell, weil es mir instant ins Gesicht getreten hat. Nimmst du jetzt wenigstens mal endlich meine Äpfel an? Oder trittst du mir wieder ins Gesicht? Ach, jetzt bin ich dein Freund. Jetzt, wo ich dir gezeigt habe, wo der Frosch die Locken hat. Wie süß. Warum darf ich die Hunde nicht streicheln in diesem Spiel? So, dann gib mir noch meine Prämie. Genau nachdem ein Pferd abgeben musste, sagte mir, mit dem, damit kannst du jetzt ein weiteres Pferd in deinem Inventar haben. Also noch ein weiteres Pferd besitzen. Das war auch schon wieder so ein richtiger fetter Schlag ins Gesicht. Als ob der mich verarschen will. So, die Quest würde ich jetzt als nächstes im Auftrag hier nehmen. Was haben wir denn da? Das ist so eine Schreinquest. Ein weißer Vogel, der sich im Schatten von Medos Sitz ausruht. Medo ist, meine ich, der Riesenvogel Kopf hier. Alabdada. Gib mir Ausdauer. Damit habe ich zwei ganze Leisten. Da, ich sehe den weißen Vogel. Da sitzt er. Okay, haben ihn gefunden. Also klar, das hätten wir auch ein bisschen früher machen können, ne? Ich kann ja eben kurz die Mobhöhle da auch noch klären, wenn ich eh schon dahin fliege. Markiert habe ich es ja so oder so. Und dort ist eine Höhle, hieß es.
Oh, ich sehe lustige Methoden. So, der ist weg. Hast mich aber früh bemerkt. Hatte der nicht gerade eben auch noch eine Waffe? Ich wollte ihn eigentlich mit seiner eigenen Waffe töten. Ja, okay. Und was kriegen wir da für Schönes? Ein Stachelkugelhammer für einen Weitwurf. Kann ich eigentlich überhaupt nicht gebrauchen. So, dann wollen wir jetzt zu dem weißen Vogel. Ja, und direkt daneben ist eine Höhle. Ich dachte erst, was klebt da an der Decke? Habe ich die Frost vorhin eigentlich schon mal fotografiert? Ja. Oh, ich kriege hier sogar ein paar Riesenleuchtsamen. Na dann, auf in den Schrein. Das sieht nach Spaß aus. Hebelkraft. Okay, ich katapultiere offenbar. Ja. In die andere Richtung will nichts geschleudert werden, ne? Treffer. Ah, und jetzt kriege ich die Möglichkeit, ein längeres Katapult draus zu machen. Und als nächstes schleudere ich mich selbst? Warte, wo ist die Kiste versteckt?
Hier ist doch 100 pro irgendwo eine Kiste versteckt. Hui! Ich sehe, wo die Kiste ist. Ich sehe sogar noch ein Geheimnis. Und dann kriege ich nur scharfe Medizin. Was für eine Enttäuschung. Hätte ich auch einfach durchspringen können? Wäre noch im Bereich gewesen? Nee. Wir können ja denselben Trick nochmal machen. Hui! Das war easy, tatsächlich. Okay, wie gesagt, das haben wir gelöst. Ist hier in dem Graben irgendwas? Da ist auf jeden Fall ein Krog. Der Verstecken spielen will. Okay, da hatte ich mir markiert wegen dem rosa in einem Baum, der einfach null in die Gegend passt. Der passt hier einfach nicht in die Gegend. Und es war auch richtig so zu denken. Das Ding schon wieder. Das zeigt mir, glaube ich, Höhen in dem Gebiet immer an. Markiere ich mir mal mit dem Sternchen das Teil hier. Ja, da ungefähr war ja die eine Höhle. Warte mal. Ja. Zeigt Höhen an. Da hinten war die eine Höhle, die storymäßig da war. Ich denke mal, hier auf dem Berg sind noch die ganzen Ausgänge. Da ganz hinten ist offenbar eine Höhle. Ja, und da waren auch zwei Höhlen. Ja, das deckt so die Höhen ab.
Weil ein Krog wäre mir jetzt ehrlich gesagt lieber gewesen. Guck mal, da vorne ist auch nochmal eine Höhle. Höhlen sind eigentlich immer interessant. Ich gehe zuerst in der Höhle da hinten. Kann sich auch nicht beschweren, ne? Ich habe ein Story-Teil heute gemacht. Und jede Menge Crocs gefunden. Oh, das Ding nutze ich. Gerne einmal auf den Berg gucken. Ja, das diese Spalte da, die Felsspalte, die sieht sehr interessant aus. Und da ist auch ein Krog. Easy. War das jetzt das einzige hier? Oder ist ein Elektromagier? Ich warte, bis er in meine Richtung guckt. Perfekt. Du denkst auch, dich sieht keiner. Hast du sogar einen Stab gehabt? Ah, du hast so einen Sonanium-Stab gehabt. Na gut, ist immer noch besser als mein Hammer. Ich will jetzt noch in eine der Höhen da reingucken und dann würde ich noch ein bisschen Untergrund gerne machen. Da ist auf jeden Fall ein Schrein. Das sehe ich. So, dann gib mir mal die Info, wo dein Steinchen ist. Du willst mich bestimmt aufklären. Wahrscheinlich in dem Krater. Der
Ikortak-Schrein. Da sind interessante Viecher an der Wand. Warte mal. Ich hätte gern ein Bild. Ohne den Lichtstrahl. Sollte ich euch nicht mit Feuer übelst gut beikommen können? Ich habe gar nicht gesehen, dass die von hinten kamen. Haha, ich kann nicht gefrieren. Oh, eine Synthesestärke von 12. So, jetzt muss ich ihn nur hier rausbekommen. Ein Eisvogelschwert mit ultra viel Haltbarkeit. Und ein Schild der Winde. Kann man damit verbinden? Den wollte ich gar nicht aufheben. So, die einfachste Methode wäre, an den Stein hier einfach einen Heißluftballon dran zu packen. Komm, der Rotonitstab ist eh fast kaputt. Das wäre die einfachste Methode. Da wäre, glaube ich, Methode Nummer 2. Ich den hier drüber rausbuxiere. Probieren wir es erstmal so. Wie das Spiel es gerne hätte. Ja, der geht aber nicht hoch genug. So, du musst ja nur nach oben. Das Licht sagt mir schon, wo der landet. Die Faulheit lebe hoch. Ah, da will man einmal faul sein. Und der Schrein möge sich wiederherstellen. Ja.
Ich wollte kurz sagen, geht dann Grog? Aurus Segen? Oh, danke für die Batterie. Aber ist das eine andere? Es gibt noch eine bessere? Danke. Komm her, mein großer Freund. Ein Maronus, der meine Tasche vergrößert. Das haben wir hier. Die Waffentasche, bitte. Boom, tschakka, tschakka, tschum, boom, tschakka, tschakka, tschakka. Ja! Ja, ich kann mir, glaube ich, keine weitere Verbesserung leisten. Alles kostet über 10. So, ich würde jetzt gerne einmal das stärkste Mob-Item nehmen, was ich habe. Hammerschwert. Zählt es auch wirklich als Schwert? Vielleicht doch ein Hammer. So. Da mache ich schlicht und ergreifend ein Eisexhalfosform auf das Eisvogelschwert. Die Eisexhalfos-Klinge. Wind und Eis. Und das Eis passt auch hervorragend an den Boomerang. So. Ich habe ein paar Ziele. Hauptsächlich hier. Unter dem Zwillingsberg. Es könnte sein, dass ich aus von dem Loch aus dahin käme. Markiere mir einmal kurz das Loch, wenn ich dürfte. Guck mal, da ist der gewaltige Drache. Wenn wir jetzt ganz schnell ganz weit hochfliegen, können wir ihn eine Schuppe abluchsen. Leute, der kommt sogar zu mir runter. Da ungefähr ist es hingefallen. Ich glaube, mein Problem ist, dass es genau in das Miasma gefallen ist. Nee, da unten liegt es. Ein Moment, Leuchtausrüstung. Ne, Neidra-Schuppe. Echt mal. Okay, die darf ich nicht fotografieren, aber die leuchtet schön. Okay. Markierung hier wegnehmen und in Richtung Blau arbeiten.
am häufigsten verwendet. Ich brauche die Leuchtsamen. Aber dass der Drache hier runterkommt, das hätte ich jetzt nicht gedacht, ne? Ich würde gerne mal kurz beobachten, wo der hinfliegt. Und dann würde mich noch interessieren, fliegen all diese Drachen in diese Löcher rein? Wo fliegst du hin, mein Freund? Warum fliegst du überhaupt hier runter? Die noch bessere Frage eigentlich. Ich hole mir, glaube ich, erstmal die Knospe da hinten. Tatsächlich. Weil die relativ nah ist. Dass ich hier unten schon mal einen Teleportpunkt habe. Weit weg? Nee. Oh, hier ist eine Statue. Zora-Statue. Ich mach ein Bild von. Vielleicht will die eine Trulle das noch haben. Was ist das? Hat das hier irgendeine Bedeutung? Aus wie ein riesiges Ei. So, die Knospe hätten wir dann mal. Dann haben wir zumindest hier unten einen Teleportpunkt und auch Licht. So, jetzt will ich mich in die Richtung vorarbeiten, in die ich eigentlich vorhatte, mich vorzuarbeiten. Irgendwie funktioniert das nicht so richtig. Ich hab doch nur den Traum, dass die mich ausleben. Damit kann ich bestimmt auch über das Miasma fahren, ohne dass es mir was tut.
Gefährt funktioniert teilweise so, wie ich es mir vorstelle. Also ich komme hier durch. Es hilft mir gerade ungemein tatsächlich. Okay, hier kriege ich auch nochmal die Möglichkeit, mir was zusammenzubasteln. Vielleicht sollten wir erstmal die Knolle da unten mitnehmen. Arusakam-Wurzel. Ich will heute noch zu diesem X. Könnte sogar tatsächlich was werden. Da ist mein Fahrzeug. Ich habe kurz mein Fahrzeug gesucht. Es ist nicht der beste Plan, den ich hier gerade habe, aber auch nicht der schlechteste. Fahrzeug wurde aufgegeben. Es ist die Schlucht runtergefallen. Es hat sich für uns geopfert. Damit wir weiter voranschreiten können. Ich brauche kein weiteres. Das kann man so schon knicken. Allerhöchstens eventuell mit dem Gleiter und dem anderen Teil. Die Wurzel ist so nah, ich nehme die eben kurz mit. Teleport ist Teleport. Die Wurzel ist voller Miasma. Okay. Ey, das ist doch von vornherein zum Scheitern verurteilt. Ja, da kann ich lang. Ich wollte mit einem Transporter erstmal da durchfahren, weil die Teile kann ich ja nutzen, um da ohne Bedenken durchzukommen. Die berühren das erstmal, aber ich nicht. Die Kohlenulum-Wurzel können wir mitnehmen. Wieder ein bisschen mehr Licht. Ist hier auch ein Übergang.
Ich darf ja jetzt den Gleiter nutzen. So, ab hier trennen sich unsere Wege, mein treues Gefährt. So. Jetzt bring mir Licht ins Dunkel. Die Ezhose-Wurzel. Bestimmt gab es einen wesentlich einfacheren Weg. Ja, von der Seite aus wäre einfacher gewesen. Sehe ich von der Karte aus. Ich habe den schweren Weg genommen. Jetzt brauchen wir ja hier oben nur langlaufen, ne? Das nenne ich eine Schlucht. So, die Mine im Zwillingstal. Wir haben das Objekt unserer Begierde. Das Ursprungsgewand. Ich habe was Besseres erwartet. Okay. Nicht alles, da, was hier unten markiert ist, ist Gold, das glänzt. Aber wir haben einen wesentlichen Teil der Karte aufgedeckt. Doch auch etwas. Ich könnte mir vorstellen, dass hier auch eine Kiste ist. Deswegen gehe ich mal da ganz kurz gucken. Da leuchtet auf jeden Fall was. Die verlassene Kakariko-Mine. Da ist auf jeden Fall was. Hm. Kann ich dir helfen? Ah. Oh, ein Jäger. Hä? Wann habe ich denn von euch Fotos gemacht? Ach stimmt ja. Ich habe euch auf dem am Motorrad gesehen. Ich habe ihn während seiner Rolle umgebracht. Guck mal, da liegt sein Jägerbogen. Der Doppelschussbogen, der zwei Schüsse gleichzeitig abgibt.
Tatsächlich ein sehr, sehr guter Bogen. Hätten ruhig mehr hier rumfliegen können. Und das Sanshin-Kuz-Schwert. Eine mächtige Waffe. Ist hier sonst irgendwas? Also ich kann den jetzt eben kurz einmal aktivieren. Hi. Die verlassene Zentralmine. Sie sieht auch irgendwie aus wie eine Jäger-Hauptstadt hier. Okay, hier ist jedenfalls eine Kiste. Großer Sonau-Energiekristall. Oh. 20 Energie. Und hier ist so ein Schmied. Ja. Was hast du denn im Angebot? Oh, du hast sehr, sehr viel im Angebot. Du hast ultra viel im Angebot. Dafür willst du nur 3 von den großen? Kann ich meine Batterie von verbessern? Ja, richtig krass, der Typ. Ich nehme alles. Das ist wesentlich besserer Handel als da oben. Ich kann meine Batterie noch mal verbessern, wenn ich will. Hat sich auf jeden Fall gelohnt, hier einmal kurz vorbeizuschauen. Wieder durch. Steckt sich hier noch irgendwie so eine Spezialkiste? Das ist der Ofen von dem einen Typen, ne? Ja, das ist sein Ofen. Okay, hat sich gelohnt, hier vorbeizuschauen. Auch wenn hier jetzt nicht das war, was ich mir erhofft hatte, so eine weitere Kiste, wo eventuell ein Kleidungsstück drin ist. Aber ein Schmied, der mir ultra geiles Zeug zusammenkraften kann, ist doch auch gut. Ja, Leute. Wir machen hier jetzt für heute Schluss. Habe jetzt eine halbe Stunde bei mir überzogen. Ja, Leute. Wenn es euch gefallen hat, den nächsten Abo und ein Like da auf YouTube, ein Follow auf Twitch. Und wie immer, von YouTube verabschiede ich mich an der Stelle als erstes. Euch noch einen schönen Tag.